Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pflanzenvorstellung. Die Calanthe, das flammende Kätchen, ist eine Zimmerpflanze mit vielen tollen Vorzügen. Sie hat unglaublich hübsche, viele bunte Blüten und ist zugleich dann noch ein exotischer Hingucker. Sie ist aus der Familie der Dickblattgewächse und das kann man hier an den dickfleischigen Blättern sehen. Da speichert sie wie so ein Kamel ihr Wasser und somit kann sie dann auch so eine kleine Trockenzeit auch gut überstehen, indem sie sich dann aus diesem gespeicherten Wasser dann versorgt. Das flammende Kätchen stammt ursprünglich aus Madagaskar und wird ca. 30 cm hoch. Der Pflegeaufwand ist absolut gering und jedes Jahr blüht sie im Frühjahr neu. Es gibt einen Trick zur Blütenneubildung. Circa 6 Wochen braucht die Pflanze maximal 9 Stunden Tageslicht. Und nach dieser Zeit bildet die Calanthe neue Blüten. Zum Beispiel kann man da einen Eimer drüber stülpen und so halt die Lichtzeit genau regulieren. Das flammende Kätchen ist eine Kurztagspflanze und blüht nur, wenn das Tageslicht unter 12 Stunden liegt. Der Standort sollte auf jeden Fall ein heller Platz sein, ohne dass die Sonne da direkt drauf scheint. Bei den Temperaturen so zwischen 18 und 20 Grad wäre optimal. Im Winter kann sie auch etwas kühler stehen, aber niemals unter 12 Grad Celsius. Und diese Winterruhe, die fördert auch die Blütenbildung. Die Erde sollte zum Beispiel wie Kakteenerde sehr durchlässig sein. Es ist eigentlich immer diese fleischigen Blätter, ist so ein Indikator dafür, dass die Pflanze auf keinen Fall Staunässe haben mag. Und deswegen ist bei diesen Pflanzen immer eine sehr gute, durchlässige Erde wichtig. Also zum Beispiel eben die Kakteenerde. Dünger eher sparsam verwenden, alle 4 Wochen etwas flüssigen Kakteendünger ins Gießwasser geben und damit die Pflanze dann gießen. Ein Rückschnitt, zum Beispiel nach der Blüte, ist absolut sinnvoll. Also meistens ist das dann gegen Ende Frühjahr oder im Sommer, weil dann das hält die Pflanze halt schön kompakt. Die Blüten gibt es in Rot, Rosa, Gelb, Orange und in Weiß. Und hier habe ich eine gefüllt blühende, also es gibt eine einfache Blüte, aber auch gefüllte Blüten in so einem Apfelblütentyp leicht rosa. Jetzt noch zu den Krankheiten und Schädlingen. Nochmal absolut erwähnt, sie sind unglaublich robust und der einzige Fehler, der eigentlich passieren kann, ist, wenn man zu viel gießt. Bei einem schlechten Standort, also wenn die Pflanze zu dunkel steht und ihr Immunsystem nicht so gut ist, dann kann das auch mal sein, dass Woll- oder Schmierläuse vorbeischauen. Sollte ein Befall eben von Woll- oder Schmierläusen dann stattgefunden haben, sollte man auf jeden Fall die Lebensbedingungen wieder optimieren, also was ich schon sagte, heller stellen, nicht so viel gießen, eher mal diese Fingerprobe, also wenn der obere Boden abgetrocknet, erst dann wieder gießen. Und es gibt aber so kleine Düngestäbchen, die kombiniert sind mit einem Pflanzenschutzmittel, die halt dann gegen die Woll- und Schmierläuse helfen. Was man aber auch machen kann, ganz biologisch, ich mache das manchmal mit so einem kleinen Q-Tip oder mit einem Wattebausch. Da mache ich ein bisschen Spüli drauf, lauwarmes Wasser und wisch dann halt die Wollläuse dann ab. Das muss man dann nochmal nach 10 Tagen wiederholen, weil dann die gelegten Eier sich wieder entwickelt haben. Aber das wäre eine ganz einfache biologische Möglichkeit. Was aber wichtig ist, dass keine grüne oder Schmierseife dann oder Spüli auf den Blättern verbleibt. Also dann gerne nochmal entweder drüber gießen oder nochmal ein bisschen mit dem Wattebäuschen abputzen. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, diese wunderschönen Indoor-Kübel mal vorzustellen von Splofi. Das ist immer ganz praktisch, weil die haben so einen inneren Topf. Den kann man sehr gut bepflanzen und wenn das dann fertig sauber bepflanzt ist, stellt man das einfach hinein. Und da bietet sich dieses flammende Kätchen wunderbar an. Es gibt die in verschiedenen Farben und in verschiedenen Größen. Das hier ist jetzt die XXL-Variante. Ich habe die mittlere Größe mir vorgenommen und da möchte ich jetzt das flammende Kätchen hineinpflanzen. Bei dieser Zimmerpflanze flammendes Kätchen habe ich ja schon erwähnt, dass man aufpassen muss, dass sie nicht zu viel Wasser bekommt. Deswegen ist wieder eine Betonschicht wichtig. Übrigens, dieser Topf hat kein Abzugsloch, eben weil das für den Innenbereich
gedacht ist und deswegen die Drainage mit Blähton. So, ich habe jetzt ungefähr 10 cm Blähton eingearbeitet. Manche mögen das natürlich, ist auch schon öfter mal geschrieben worden, dass man so eine kleine Fließschicht dazwischen legt. Ja, ich mache das einfach so. Ich finde es wichtig, dass das überschüssige Wasser direkt in die Drainage reinläuft. Ich mache das nicht, weil wenn ich dann nochmal umpflanze, nehme ich sowieso neuen Blähton und neue Erde. Es ist für die Pflanze halt schön, wenn sie dann frische Erde bekommt, auch die Nährstoffe dann halt optimal. Deswegen leg ich gleich die Pflanzerde drauf für Grün- und Blühpflanzen für den Indoor-Bereich. Ich krümel das auch gleich so ein bisschen locker hinein. Ein bisschen aufstuppen, dass sich das schon mal so ein bisschen setzt. Und jetzt, das soll so ein kleines Deko-Element werden, deswegen werde ich hier ein paar mehr reinsetzen, immer umdrehen, dann löst sich der Topf auch schon. Hier würde ich auch jetzt nicht irgendwie anreißen. Ich sehe, dass der Topf gut durchgewurzelt ist, aber ich würde ihn nicht kaputt machen. Sie kommen auch mit etwas weniger Erde aus, deswegen möchte ich hier auch richtig die dicht bepflanzen. Dann schon so ein bisschen die Löcher wieder befüllen. Ich habe sie auch so ein bisschen schräg gesetzt an die Kante, damit es halt auch so ein bisschen so einen überhängenden Charakter hat. 4 Stück passen hier jetzt rein. So, die Erde beiseite. Jetzt habe ich natürlich ganz dreckige Finger. Aber jetzt würde ich das Innengefäß ganz bequem mit den kleinen Henkeln wieder in das Deko-Gefäß setzen. Da muss man so ein bisschen drehen und dann rastet das unten ein. Und schon ist es fertig. Ich habe jetzt fertig gepflanzt und ich hatte im Garten noch so ein paar Korkenzieherzweige zurückgeschnitten. Die habe ich hier noch dekorativ mit eingearbeitet. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ich finde es gerade jetzt im Frühling mit dieser Apfelblütenfarbe so schön, sehr dezent gefärbt. Aber ich finde es auch wichtig, dass jetzt noch ein bisschen Leben reinkommt mit den Korkenzieherzweigen. Ja. Ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar dazu abgeben, ob euch das gefällt. Ich wollte einfach mal, ja, wie man Zimmerpflanzen eigentlich noch anders arrangieren kann, als wenn man einfach nur eine Zimmerpflanze in einen Topf stellt. Hier mal so als Gruppe bepflanzt. Wenn das blüht, dann ist das so ein richtiger toller, ja, Blüten oder eine richtig tolle Blütenwolke. Sie blühen sehr, sehr lange, weil sie auch immer, ja, von Knospe und voll aufgeblüht so ein langes Stadium haben. Genau, von der Pflege hatte ich schon erwähnt, vielleicht die Fingerprobe erst, bevor man gießt, damit es nicht zu nass wird. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Wenn ihr Fragen dazu habt, gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de. Wie gesagt, über einen Kommentar, ob euch das gefällt oder ob ihr etwas anderes besprochen, einen Film davon haben wollt, gern in die Kommentare schreiben. Bis dahin, eine schöne Gartenzeit.